Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play Final Fantasy VII Rebirth. Für mich beginnt heute eine neue Aufnahmesession und ich habe einige Dinge zu verkünden, die meines Erachtens sehr positiv sind, denn ich bin offscreen ein bisschen umtriebig gewesen und habe einige Sachen abgearbeitet, also so Kleinigkeiten, die noch offen gewesen sind. Und ich glaube, die größte Errungenschaft ist, dass ich eine neue Waffe für Tifa habe. Die hat sie auch schon angelegt, nämlich die Drachenklauen, die ich aus dem Wüstensturm-Minispiel erspielt habe. Ich musste gerade nochmal auf meinen Spickzettel gucken, wie das Ding hieß. Auf jeden Fall hat sie die jetzt, nur mal eben kurz zum Vergleich. Vorher hatte sie die Kaiserhände angelegt. Das heißt, sie hat jetzt einen Nachteil in der physischen Attacke. Also muss man jetzt umgedreht sehen, ne? Weil vorher hatte sie das, jetzt hat sie das. Und ist dafür bei der magischen Attacke halt ein bisschen stärker. Ich bin offscreen auch nochmal alle Materia durchgegangen und habe alles neu angeordnet. Also einmal kompletter Kahlschlag und meinen Leuten neues Zeug gegeben, zeige ich euch gleich. Ich will nur erstmal die Waffenfertigkeiten bestimmen, denn das habe ich, wie man erkennen kann, bisher noch nicht gemacht. Da muss ich gar nicht so lange gucken. Ich glaube, meinen zweiten Favoriten habe ich auch schon gefunden, aber wir schauen trotzdem nochmal zumindest kurz. Verlängert die Wirkungsdauer von Entfesselung um 50%, erhöht Schaden von Spezialfertigkeiten um 15%. Physische Attacke hatten wir schon, Schaden, normale Angriffe, magische Attacke, Waffenfertigkeiten. Hier bin ich ein bisschen überrascht, beziehungsweise verwirrt wegen der Formulierung, weil hier steht Entfesselung plus erhöht den Schaden von Spezialfertigkeiten, wenn sie im Entfesselungsmodus ist, dann vermutlich, oder? Oder bezieht sich das nur auf Entfesselung? Ich bin mir nicht ganz sicher. Wir nehmen auf jeden Fall einmal das hier. Ich will, dass der physische Schaden bestmöglich ballert. Und so, wie kam ich jetzt nochmal in die Materia-Übersicht rein? Ich muss bei irgendwem einfach das hier auswählen. Genau. Ich scroll jetzt hier einfach mal durch. Wer möchte, kann an den entsprechenden Stellen pausieren. Einfach nur, damit ihr seht, wen es interessiert, wer gerade aktuell was angelegt hat. Und ja, ich bin mit der Verteilung jetzt sehr zufrieden, weil das habe ich, glaube ich, bisher in dem ganzen Let's Play kein einziges Mal gemacht, dass ich da so aufgeräumt habe. Immer nur einzelne Materia hier und da mal ausgetauscht und dabei ist es dann geblieben. So, dann lass uns weitergehen. Das ist aber nicht das Einzige, was ich gemacht habe. Ich werde jetzt versuchen, parallel zum Spiel die anderen Sachen noch zur Sprache zu bringen. Ich bin zum Beispiel auch in Costa del Sol nochmal gewesen und habe diese 4000 Meter mit dem Wheelie absolviert. Das ist also auch erledigt. Da gab es ein Stirnband und eine Weltenbummler-Pin. Die habe ich mir, glaube ich, kurz angeguckt. Das war jetzt aber nicht so das Gelbe vom Ei. Ich hoffe, ich finde das jetzt hier auf die Schnelle. Ich glaube, das war da unten. Da ist sie. Ja, nur dass wir das mal gesehen haben. Ein Abzeichen, das denjenigen verliehen wird, die sich statt auf Wheelies lieber auf ihre eigenen Füße verlassen. Schreibt alle 100 Schritte ein Gilgut. Ich finde, das ist sehr wenig. Also es ist immer schön, Geld geschenkt zu bekommen. Aber ich finde, das ist jetzt nicht so übermäßig viel. Beziehungsweise dauert das schon lange. Ich habe mir übrigens auf Hochtouren gar nicht angeguckt, gerade noch mit euch. Malträtiert den Gegner mit heftigen Schlägen und erhöht den Schaden des nachfolgenden Kommandos. Auf Hochtouren gab es, glaube ich, auch schon im Remake. Wobei der Hinweis eventuell total sinnbefreit ist, weil vielleicht alles, was hier an Waffenfertigkeiten zur Verfügung steht, auch schon im Remake da war. Aber an auf Hochtouren erinnere ich mich eher noch als bei anderen Waffen den ganzen Kram. So, und Stirnband hatten wir vorher schon, das war so gesehen nichts Neues. Dann habe ich... oh no, das gibt's ja auch noch, das habe ich ja schon völlig verdrängt. Dann habe ich noch die restlichen Fort Condor-Spiele abgeschlossen und bin ein bisschen... Und bin ein bisschen ernüchtert, weil es einfach gar keine Belohnung dafür gab. Ich habe jetzt überall das Häkchen, alles einmal irgendwie abgewickelt. Das war auch teilweise gar nicht so leicht und kriegst einfach nichts dafür.
Außer, dass wahrscheinlich dein Ego da geboostet werden soll, aber es hat sich jetzt irgendwie nicht so wirklich gut angefühlt. Ich bin trotzdem froh, dass ich da einen Haken dran machen kann. Denn mein Bauchgefühl sagt mir, dass damit alles, was mit Fort Condor in Zusammenhang steht, auch abgeschlossen ist. Ich wollte halt die Hoffnung nicht aufgeben. Ich habe dann später auch in den Kommentaren gelesen, dass sich das eigentlich gar nicht lohnt, außer für die Protosubstanz, aber da hatte ich es halt schon abgeschlossen, ne? Ich wollte nur, dass ihr wisst, dass das jetzt auch erledigt ist. Und das eigentlich Erfolgreichste für mich persönlich, ich habe jetzt, deswegen ist Tifa auch mit im Team, das habe ich gerade gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, mit Red habe ich das lunare Tempo gelernt. Das ist also auch erledigt, falls ihr euch fragt, warum jetzt meine Aufstellung anders ist. Das habe ich im Kampfsimulator gemacht. Also mit ein bisschen Ruhe und Konzentration kriegst du das eigentlich relativ easy hin. Ich habe das nur in den letzten Folgen immer versucht, im Rahmen irgendwelcher wichtigen aktuellen Kämpfe parallel zu machen. Und das hat nicht wirklich zum Ziel geführt, wie man die letzten Male sehen konnte. Also viele Nervthemen sind damit auf jeden Fall weg. Ich habe mich dann, aber dann habe ich irgendwann auch aufgehört, weil kein Bock mehr. Ich bin auch nochmal zurück nach Unterjunon und habe versucht, mich an diesem Froschspiel, weil mir das ja damals ein bisschen Spaß gemacht hat, das auf Profi zu schaffen, aber keine Chance, ey. Damit habe ich richtig geflucht und dann irgendwann abgebrochen, weil ich mir die gute Laune auch nicht vermasseln wollte. Nachdem dann doch einige Dinge geglückt sind. Außerdem ist die Belohnung da für Profi auch nicht so das Gelbe vom Ei. Da kriegst du halt irgendwie so ein Frosch-Item für jede Etappe, die es dir gelingt, das zu schaffen. Also, es gibt ja 3 Schwierigkeitsstufen und gibt 3-mal das gleiche Item dafür. Ist also jetzt auch nicht so hyper motivierend. Ich weiß gerade nicht aus dem Kopf, ob es dafür eine Trophäe oder so gibt, aber das ist mir bei Rebirth ja sowieso einerlei. Weil ich ja niemals die Platin holen werde, weil ich keinen Bock habe auf Durchgang schwer. Moment, wo führt das denn hin? Was ist das denn für eine ominöse Kletterwand? Die führt hier in diesen komischen Pit rein. Ich habe übrigens zum Sandriesen und zum Tombury jetzt keine weiteren Informationen. Ich musste gerade an den Sandriesen denken, weil ich finde, das sieht aus wie die Kloschüssel des Sandriesen, oder? Als wäre das so sein heimeliges Klo. Aber das gucken wir uns an, wenn ich dieses Mogri-Spiel hier abgeschlossen habe. Ich will es hinter mich bringen. Ich versuche mich hier die ganze Zeit so ein bisschen um Kopf und Kragen zu reden, um das nicht machen zu müssen. Aber was sein muss, muss sein. Ich bin beim letzten Mal richtig gut durch dieses Spiel gekommen. Ich wette, heute wird wieder richtiger Absturz. Mogri-Haus betreten, yes. Gerne, wollte ich gerade sagen. Aber das wäre eine dreiste Lüge. Hat uns beim letzten Mal nicht irgendjemand hier in Empfang genommen? Nee, ne? Danach erst. Bitte sammle meine kleinen Racker ein, Kupo. Ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. Schabernack Stufe 4. Bringe 5 Mogri-Kinder zurück ins Mogri-Haus. Ich weiß wirklich nicht mehr, wie das geht. Oh Gott, die sind Pilze. Achso, das ist quasi ein Abkürzungspilz. Kann ich mich hier durchquetschen? Nee. So, wie war das nochmal? Hier werde ich schon beschossen. Man kennt's. So, und hier, was sind denn da für komische Sachen überall auf dem Boden? Keine Ahnung, jetzt habe ich irgendwas ausgelöst. Ist das gut oder schlecht für mich? Jetzt bin ich fast getroffen worden. Okay, der hier scheint noch relativ easy going zu sein. So, Molala. Nein! Molala ist erledigt. Jetzt bin ich gegen diesen ollen Pilz gelaufen. Das ist natürlich auch ein bisschen dumm gewesen. So. Aber der nächste ist... Hä? Achso, ich kann auch... Ja, ich kann auch rollen. Hä, aber ich habe gerade nicht verstanden, ob der mich getroffen hat oder ob ich wieder an den Pilz reingelaufen bin. Kein Plan. Die hören aber auf mit ihren komischen Schüssen, wenn... Oh Mann, ey, ist das eine Scheiße. Da will ich lieber Wüstensturm machen. Das hat mich zwar auch oft angenervt, ich habe auch sehr viele Tries gebraucht, also glaub mal nicht, dass das hier so mir nichts, dir nichts feuchtfröhlich funktioniert hat im First Try. Das war es definitiv nicht. So, oh shit, ey. Boah, der stresst hier aber gerade richtig. Am meisten stresst aber der mit den roten komischen Bodenplatten oder was das sein soll. Das ist auch nicht der hier. Wo ist denn der?
der das immer, der den Boden immer so rot werden lässt? Oder geht das gar nicht von der Mori aus? Sind die Bananen die ganze Zeit gefährlich? Ich weiß es nicht. Ich laufe auf jeden Fall. Hä? Halten. L2. Ach so. Ach so. Herr, aber warte mal. Wenn ich den gehalten habe, dann muss ich die ganze Zeit die Taste halten. Dann laufe ich ja so übelst langsam. Aber wenigstens habe ich das zum ersten Mal gesehen. Ihr hattet mir das vor einer Weile schon in die Kommentare geschrieben, dass das geht, aber ich habe das irgendwie nie so registriert. Aber ich bin kurz vor der Vollendung. Und es hört auch nicht auf, dass hier irgendwelche Fallen auf mich einprassen. Vielen Dank, Cooper! Das ging eigentlich klar. Aber ich hatte auch ein bisschen Glück, glaube ich. Beziehungsweise war das knapp. Ich weiß gar nicht, wie viele Treffer... Jetzt hier, Kubo. Um mich erkenntlich zu zeigen, erzähle ich dir, wie sich Muck und Muck kennengelernt haben, Kubo. Muck konnte trotz seines Alters immer noch nicht fliegen. Dennoch gab er nicht auf und trainierte jeden Tag sehr hart, Kubo. Eines Tages sah Muck den fleißig übenden Muck. Und so kam es, dass sie jedes Mal zum Anfeuern vorbeikam, Kubo. Beide fühlten sich immer mehr zueinander hingezogen. Und dann... Den Rest kannst du dir sicher schon denken, Kubo. Ich glaube, es hat mich selten so wenig interessiert, was die Morgs für einen Background haben. Also, ist natürlich schön, Hintergrundinformationen sind prinzipiell immer gut, aber es ist jetzt nicht so, dass ich eben brennendst gelauscht habe und mir dazu noch 10 Cutscenes gewünscht hätte. Ist schon okay so. So, dann lass uns mal gucken, was wir jetzt hier gegebenenfalls eintauschen können. Ein bisschen was haben wir ja zwischenzeitlich eingesammelt. Gefühlt ist das letzte Minispiel extrem lange her, beziehungsweise liegt weit zurück. Schwingungsdetektor. Ein kompaktes Gerät, das mit Schwingungen Ungeheuer unter der Erde orten kann. Könnte das beim Sandriesen eventuell helfen? Hä? Mogri-Medaillen 3, ja, ich nehme das auf jeden Fall mit, damit ist es ausverkauft. Materia-O-Ring heilen. Accessoire, das seinem Träger die Nutzung einer gewissen Materia ermöglicht, ohne dass er mit dieser ausgerüstet sein muss. Aber die Stats, die sind immer so schlecht. Das will ich nicht, das ist auch relativ teuer. Sowas hier interessiert mich mehr. Einführung in die Schwertkunst. Das ist für Cloud, wie man unschwer erkennen kann. Und Wahrsagen leicht gemacht ist dann für Cade Sith. Finde ich vom Design her relativ hübsch. Auch wenn mir da irgendwie ein bisschen zu viel Farbe drin ist. Aber nee, das ist schon okay. Ich finde, die sind alle auf ihre Art und Weise irgendwie schön anzuschauen. So, nehme ich jetzt doch so ein Ding mit? Ich glaube, ich spare mir das eher. Warum sollte ich das mitnehmen, wenn ich das eh nicht anlege? Vielleicht, weil ich noch nichts davon im Besitz habe. Weißt du was? Ich nehme das einmal mit. So, einfach damit da eine 1 steht. Hätte da schon eine 1 gestanden, hätte ich mir die 6 Mokri-Medaillen gespart. Aber so... So ist das schon okay. Alles klar. Mensch, das war ja relativ entspannt. Ich bin begeistert. So, wollen wir jetzt mal das Sandriesen Pissoir begutachten. Vielleicht ist das auch eine Sandriesin. Aber wir haben... als wir unser erstes längeres Gespräch mit ihm hatten, da hatte er schon eine sehr... männliche Stimme. Wobei das ja vielleicht bei den Sandriesen nichts heißen muss. Ich weiß gar nicht, ist er das einzige Exemplar, das hier lebt? Oh Gott, mir graut jetzt schon davor, wieder runter zu klettern. Mal lasse ich los. Ich finde, nach oben klettern klappt meistens ein bisschen besser, aber runterklettern, eieiei. Da stelle ich mich schon wieder aufs Schlimmste ein. Aber ich werde mich nicht aufregen. Wenn ich feststelle, es klappt nicht wie geplant, dann werde ich einfach einen Cut machen und bin die Ruhe selbst. Aber waren wir hier nicht schon? Hier waren wir schon. Ich habe einfach nur nicht gesehen, dass es hier diesen Abstieg gab. Okay. Dann ist das ja alles gar nicht so aufregend, aber warum bin ich beim letzten Mal nicht hier lang gelaufen? Ich bin hier wahrscheinlich lang gelaufen und habe die Kletterstelle nur nicht gesehen. Obwohl die hier eingezeichnet ist. Aber du musst halt schon relativ nah an den Rand rantreten, um das zu erkennen. Aber umso besser haben wir genug Zeit für alle anderen Sachen, die hier heute noch anstehen.
So, ich gebe ihm immer maximal 5 Sekunden, um von Sprosse zu klettern. Und heute klappt das auf jeden Fall besser als beim letzten Mal, aber immer noch sehr langsam. Na gut, ein so ein geschmeidiger Sprung nach unten wäre irgendwie cooler. Einmal schön abrollen, wie man es so in den Actionspielen kennt, aber auch in manchen JRPGs und dann wäre mir schon geholfen. So, ey, es ist so ein gutes Gefühl, dass ich mit Red diese Waffe jetzt abgeschlossen habe. Das wird mich jetzt einfach nie wieder beeinträchtigen im Kampf und ich glaube, ich werde das immer so machen. Dass wenn so Waffenfertigkeiten ein bisschen spezieller sind, weil sie an gewisse Zustände im Kampf gekoppelt sind oder so, einfach ganz chillig im Kampfsimulator gehen und abarbeiten und fertig ist. Also ich weiß gar nicht, warum ich mir das Leben die letzten Male so schwer gemacht habe. So, hier kannst du wieder klettern. Wo führt das denn hin? Also da oben? Ist da eigentlich? Weiß ich nicht, da kann nicht sein. Also wenn da wirklich nicht sein sollte, mindestens irgendwie ein Schatzversteck oder keine Ahnung was sonst. Es muss ja irgendwas sein, was vorab auf der Karte nicht eingezeichnet ist. Ich nehme erstmal das mit, weil das hier wird auch safe eine Sackgasse sein. Und dann haben wir hier vielleicht diesen Ostabschnitt dann auch in Kürze abgewickelt. Quelle an den Felsklippen. Juhu. Erstmal 10.000 Sachen einsammeln. So, warte, ich habe zu viel Salbei. Ich wollte mir ja irgendwann angewöhnen und das habe ich nicht vergessen. Auch wenn das vielleicht ein bisschen nervt, aber es ist auf jeden Fall effizient. Meine ganzen Sachen, die auf Maximum sind, auch direkt einzulösen. Ether. Wofür habe ich das letzte Mal den Salbei rausgehauen? Es könnte Ether hier gewesen sein, oder? Aber ich habe gar nicht so viel von dem anderen Zeug. Das stand mir schon mal im Weg. Ich weiß, ich habe gerade voll die Déjà-vus. Aber brauche ich für den Super-Ether? Ach, da sehe ich noch gar nicht, was ich dafür brauche. Da fehlt mir noch Stufe 12. Ich habe nämlich gerade kurz überlegt, ob man dafür auch diese Knolle da braucht. Weil die finde ich gefühlt am seltensten. Und hier brauche ich gar kein Salbei. Jetzt bin ich verwirrt. Ich baller das hier trotzdem in den Äther. Weil guck mal, wenn ich jetzt hier zwei herstelle, dann bin ich wieder 40 Mal Salbei los und dann habe ich eine Weile meine Ruhe. Deswegen machen wir das. Ja, und dann kann ich jetzt wieder Salbei in Hülle und Fülle einsetzen und Äther werde ich ja, wenn irgendwann mal der Super-Äther herstellbar ist, dann auch entsprechend loswerden. Wobei ich ja diese Mixtränke eigentlich ganz gut fand. Barrett hat mir gerade voll den Weg versperrt. Die fiese Saudi. So, Konzentration. Auch wenn das jetzt nie wirklich ultra schwer war. Hey, irgendwie ist die Verlockung so ein bisschen da, das einmal zu verkacken, um zu sehen, ob da irgendjemand drauf reagiert. Oder um zu sehen, was das für Konsequenzen hat. Aber nö, heute ist nicht der Tag. 3 von diesen Boppeln brauche ich noch, dann bin ich voll. Cloud, es gibt gute Neuigkeiten. Vermutlich weiß ich jetzt, wo sich der Tomberry-König aufhält. Johnny möchte doch die Krone haben. Wir sollten sie dem Tomberry-König klauen und ihm bringen, bevor unser Freund vertrocknet. Hey, ja, und wo ist der jetzt? Ist er jetzt eingezeichnet? Ich hoffe. Ah, okay. So einfach lösen sich die Probleme von selbst in Luft auf. Sehr gut. So einen ähnlichen Hint hätte ich jetzt gerne noch für den Sandriesen, aber vielleicht geht das auch noch in die Gongaga-Region rein, ich weiß es nicht. Eieiei, das wird jetzt auf jeden Fall interessant. Ich freue mich ein bisschen den Tomberry zu sehen, weil ich immer interessant finde, wie die so designt sind und so, wobei Tomberry sehen eigentlich auch immer irgendwie gleich aus. Aber das wird schon wieder stressen mit dem Stehlen, weil ich gar keine Ahnung habe, wie das ablaufen wird. Aber vielleicht gibt es dazu auch wieder ein Tutorial, vielleicht gibt es dazu auch wieder ein Minispiel und keine Ahnung was. Ich hoffe nur, dass das nicht allzu schwer sein wird. Ey, guck mal, hier ist ja voll die Secret-Kletterpassage.
das wäre so ein typischer Geheimort in einem Xenoblade-Spiel hier. Wo du dann erstmal so einen schönen fetten Erfahrungsboost bekommst, wenn du den Ort dann ausfindig machst. Aber was soll hier die große Belohnung sein? Vielleicht finde ich hier den Sandriesen oder so. Oder irgendwelche seltenen Sammeldinger. Magisches Pulver, Amethyst, Zinkerz. Ist jetzt irgendwie nicht so special. Jetzt kann man sich hier entlang hangeln. Die machen das aber auch spannend. So, da bin ich jetzt mal. Oder ist das... Hä, da hinten ist so ein Kaktusstein. Aber waren wir nicht damit eigentlich schon durch? Das ist einfach nur eine Abkürzung, kann das sein? Ich bin verwirrt, aber hier war ich noch nicht. Hier ist alles noch vernebelt. Okay. Eins nach dem anderen. Nevoja, räumen Sie Ihren Kopf auf, bevor Sie anfangen, drauf loszusabbeln. Das ist nämlich nicht zielführend so. Okay, wir gucken einfach mal. Erstmal schön hier am Rand, damit der ganze Nebel verschwindet. Aber das hier sieht doch sehr nach Sackgasse aus. Oder kann man sich hier trotzdem irgendwo noch weiter entlang hangeln? Nö. Der Ort ist hier halt auch irgendwie gar nicht eingezeichnet. Also dieser Stein hier wirft Fragen auf. Tschüss, Stimme. Hä? Hier leuchtet aber auch auf jeden Fall nichts. Ich habe keine Ahnung, ob ich hier schon mal gestanden habe, aber das dürfte eigentlich zu 99,9% nicht der Fall sein. Kann ich hier irgendwas machen? Die Mission ist abgeschlossen. Ich konnte früher über Steuerkreuz hier irgendwas aktivieren. Na gut. Aber das war ja auch... Das hat ja auch noch eine Fortsetzung. Wir sind ja auch noch nicht gänzlich damit durch. Weil der Gobby, der wollte sich halt zu einem späteren Zeitpunkt nochmal melden, meinte er. Und vielleicht müssen wir dann in dem Zuge hier nochmal hin. War ich da unten schon? Ich habe gerade irgendwie... Ach, von da bin ich doch hergekommen, oder? Bin ich von da hier hochgeklettert? Ja, okay. So, Leute, ich habe richtig Bammel jetzt vor dem Tombury. Aber was sein muss, muss sein. Leider kann man sich hier schon wieder nicht hinporten. Das heißt, jetzt haben wir gleich wieder eine halbe Weltreise zu Fuß. Aber das ist okay. Da wir jetzt wenigstens wissen, wo wir hin müssen. Und da kann ich jetzt ja einmal mit dem Buggy durchrasen. Es wäre vielleicht ganz gut, vorher abzuspeichern. Jetzt habe ich mir das nicht markiert. Moment. Dadurch zeigt er das nämlich auch nicht in der... in der Minimap an. Aber jetzt weiß ich ungefähr, wo ich hin muss. Das ist schön. So, und wenn ich es jetzt nicht komplett verkacke, würde ich gerne einmal abspeichern, bevor ich jetzt in die Grube reinrase. Da ist sie auch schon. Ich habe hier nämlich gerade massive Bedenken, dass das in die Hose gehen könnte. Außerdem, warte mal, bevor ich abspeichere, braucht noch jemand die Stelenmateria. Warte mal, was hat er denn hier gerade alles? Analyse, die werde ich brauchen. Ausdauer, ja, der hat natürlich jetzt nur Sachen drin, die man irgendwie braucht. Deswegen habe ich ja alles kürzlich neu angeordnet. Ich könnte ihm ja zum Beispiel temporär diesen MP-Boost rausnehmen. Ich weiß nicht, wie schwer der Kampf ist. Ist das nicht einfach nur stehlen und dann wieder abhauen? Oder werden wir versuchen, den zu bekämpfen? Ich weiß es nicht. Was macht das für einen Unterschied? Der würde 7 MP verlieren. Okay, das tut schon ein bisschen weh, aber ich hätte notfalls ja auch Items, um das wieder aufzufüllen. So, erstmal stehlen suchen. Das haben wir auch schon ausmaximiert. Ich gebe ihm, glaube ich, auch die ausmaximierte Version. Vielleicht ist es dann... Ach, dadurch ist Rauben einfach nur anwendbar. Aber vielleicht erhöht das insgeheim trotzdem die Wahrscheinlichkeit, dass du einen Erfolg hast oder so. Kein Plan. So, Erz auf jeden Fall. Ich darf danach nicht vergessen, das nochmal umzustellen. Jetzt gehe ich speichern. So, und jetzt rasen wir da einfach runter. Ich weiß gar nicht, ob ich zu Fuß da runter jumpen konnte. Hä? Warte mal, der wollte gerade irgendwie nicht. Der wollte nicht. Jetzt hänge ich hier an diesem Geröll fest. Ich bin doch aber damals irgendwie runtergekommen. Ich weiß nur nicht mehr wie. Jetzt vielleicht? Nee, der jumpt da nicht runter. Schade. Ich dachte, ich könnte da runterrasen wie damals ins Tal. Was, glaube ich, von der Fallhöhe noch prekärer war. Aber kein Plan. Oh, oh. Es scheint, als hättest du das Versteck des Tombury-Königs gefunden.
Meinst du nicht auch, dass dir seine Krone viel besser stehen würde als ihm? Los, die schnappst du dir doch mit links. Ich weiß es noch nicht so ganz genau. Wo ist er denn überhaupt? Bevor ich irgendeine Krone klaue, muss ich erstmal sehen, wo er ist. Ach, hier mit Dreieck muss man den geheimen Gegner herausfordern. Eieiei. Ich habe so eine Panik, ey. Ich habe gerade richtige Wackelpudding-Hände. Let's go. Kann man den überhaupt besiegen? Ach, du grüne Neune. Hi. Königliche Behandlung. Okay, ich mache einfach das, was mir... Cool. Das hat ja richtig gut funktioniert. Also ich wollte den ja gar nicht bekämpfen, aber irgendwie muss halt mein ATB auch nach oben. Und, das geht halt so auf jeden Fall nicht. Also, eins nach dem anderen. Erkenntnisgewinn kommt hoffentlich mit jedem Versuch. Aber die erste Begegnung hier mit Cloud, das fand ich schon dezent gemein. Ich würde den halt auch gerne analysieren, aber das ist leichter gesagt als getan. Guck mal, wie der schon wieder mit einem Messer nach mir hechtet. Oh mein Gott, ey. Tomberry-König. So, für die Infos. Ein riesiger Tomberry, der in einem verborgenen Winkel der Coral-Wüste lebt. Den Königstitel verdankt er seinem majestätischen Erscheinungsbild. Er nähert sich seinen Opfern nicht nur mit einer goldenen Laterne in der einen und einem Küchenmesser in der anderen Hand, sondern trägt auch eine prächtige Krone auf dem Haupt. Jawohl. Füge dem König eine bestimmte Menge Schaden zu, während seine Angriffe das Ziel verfehlen, um ihn schockanfällig zu machen. Wenn er in diesem Zustand seine Krone verliert, kannst du sie stehlen. Er benutzt einen Spezialangriff, der es unmöglich macht, wiederbelebt zu werden. Auch noch. Nett. Okay, also. Erstes Ziel ist, ihn schockanfällig zu machen. Und nur wenn er schockanfällig ist, besteht die Möglichkeit, dass er diese Krone verliert. Also ich habe hier gerade das dringende Bedürfnis. Tifa ist jetzt auch tot. Das dringende Bedürfnis, hier nur mit Fernkämpfern zu agieren irgendwie. Also wenn ich jetzt hier nochmal in die nächste Runde muss, dann werde ich, glaube ich, Aerith nochmal mit reinholen, weil ich weiß gerade ehrlich gesagt bei dem Schaden, den er austeilt, nicht, wie das funktionieren soll. So, Cloud müsste halt irgendwie auch mal... Ja, ich wollte gerade hatte er seinen ATB-Balken voll. Ich komme hier mit der Heilung nicht hinterher. Alter, wie viel Schaden der auch austeilt. Was ist denn das für eine Scheiße hier? Jetzt holt er sich auch noch Tomberry-Babys. Alter, der Kampf, der ist doch voll übertrieben. Wow, jetzt habe ich dieses tolle Menü schon wieder, wo ich beim letzten Mal schon wieder mein Spiel um 20 Stunden zurück resettet habe. Ich mache jetzt einmal den hier. Du kehrst zum Beginn des Kampfes zurück und kannst hier noch einmal versuchen, bisher verdienten Erfahrungspunkte. Es lohnt sich eigentlich, die Texte gar nicht zu lesen, weil ich hier schon mal der Meinung war, das Richtige ausgewählt zu haben und dann am Ende irgendwie was ganz anderes passierte. So, aber hier wollte ich tatsächlich starten. Das ist ganz gut. Also, ich versuche jetzt nochmal ein bisschen umzumodeln. Und ummodeln heißt ein Hoch auf Fernkämpfer. Warte, ich hatte gerade Ideen. Also, Gruppenmitglieder wechseln. Wir nehmen Tifa auf jeden Fall raus und holen Aerith rein. So, das ist das Erste. Dann will ich ihm Stehlen wieder wegnehmen, weil ich... Na, wobei, wenn die Krone auf dem Boden liegt, kann er die eigentlich ruhig auch holen. Das ist eigentlich egal. Das ist eigentlich egal, ja. Ich glaube, ich lasse das dann erstmal so und versuche jetzt gar nicht in die Nähe des Tomberrys zu kommen, in der Hoffnung, dass es vielleicht irgendwie besser läuft. Weil mit Cloud hier in den Nahkampf zu gehen, das ist auf jeden Fall alles andere als ratsam. Erledige den Tomberry-König, da ist die Stufenempfehlung bei 31. Meine Leute haben Stufe 32, 33. Ich bin also eigentlich voll im Rahmen, was meine potenziellen Chancen angehen sollte. Es fühlt sich aber zu 0,0% so an. So, na gut. Dann machen wir es diesmal anders. Hat er jetzt die Analyse eigentlich gespeichert? Warte. Jetzt haut er den gleich wieder tot. Ich muss eigentlich... Hey, warum hat er denn die Analyse jetzt nicht gespeichert?
So, warte, einmal zurück, einmal zurück, einmal zurück. Irgendwas stimmt mit Cloud nicht. Keine Ahnung. Warte, ich will noch einmal die Analyse auslösen. Nein, bitte, bitte, erstich mich nicht. Sätze, die man sonst nur von Berliner Bahnhöfen hört. Heute auch mal hier. Analyse. So, ich will das nämlich in meiner Monster-Datenbank, will ich den drin haben. So. Okay, und jetzt geht die Phase los. Aber der hat auch gar keine richtigen Schwächen. Ich weiß gar nicht, wie man den am besten schockanfällig macht. Na gut, vielleicht wenn Aerith ein bisschen zaubert. Wir probieren einfach bei den Fernkämpfern so das ganze Potpourri an Zeugs, was sie so haben. Hier zum Beispiel saftigen Feuerangriff. Hier, oh ne, Barret ist orange. Irgendwas stimmt mit dem wieder nicht. Oh oh, warum ist denn wieder Cloud die... Der ist schockanfällig. Oh, der hat seine Krone verloren, oder? Der hat sie nicht mehr auf dem Kopf. Moment. Moment. Oh, ich bin gerade voll verwirrt. Warte, Cloud, wir müssen zu Cloud rüber. Wo ist denn... Da ist sie, da ist sie, da ist sie, da ist sie. Was muss ich machen? Ich brauche erstmal ATB. Nein, nein, meine Krone, nein. Jetzt nimmt er sie mir in letzter Sekunde. Prächtige Krone, da steht's. Nimm sie. Hat er sie? Ich habe sie gestohlen. Kann ich weg? Kann ich weg? Aber vielleicht kann ich den auch besiegen. Ich habe gerade voll die reellen Chancen. Komm, wir probieren jetzt mal alles, was wir... Alles, was wir hier... Nein, 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 nein. Jetzt stirbt Aerith gleich. Nein. Okay, warte, der hat gar nicht so viele, der hat gar nicht so viele, so viel Energie. Also ich finde, wir kriegen den eigentlich relativ gut down gerade. Kann man den eigentlich vergiften? Boah, ich bin gerade voll, ich habe gerade richtig schwitzige Hände. Ich habe die Krone nämlich schon. Ich könnte mich jetzt einfach verpieseln und hätte dann meine Ruhe, aber So, warte mal, Aerith braucht auf jeden Fall Heilung. So. Was? Und dann schwenken wir noch mal zu Cloud rüber. Wo ist Cloud? Achso, ich bin bei Barret. Hier ist Cloud. Warte, warte, warte. Schockanfällig. Nein, jetzt ist Aerith tot. Oh Mann, ey. Wofür habe ich hier denn gerade diesen scheiß Trank zugeschmissen? Junge. Okay, Barret muss jetzt hier die Wiederbelebungsarie irgendwie durchlaufen, weil mit Cloud ist mir das zu heikel aus vorhin genannten Gründen. Phönixfeder. Aerith. So, Aerith, bitte komm zurück. Was ist denn das für ein... Was ist der, warum wirft er seine hässliche Tupperware nach uns? So. Oh, warte mal. Cloud ist gleich so weit, eher wieder mit Vitra ums Eck zu kommen. Oh, bitte, bitte komm jetzt rechtzeitig zu Aerith. Bitte. Bitte. Ich gehe jetzt wieder zu Barret zurück. Das Dumme ist jetzt halt, dass du hier auch mehrere Tomberries jetzt hast. Habe ich den anderen eigentlich schon analysiert? Ich weiß es nicht. So, der ist fast auf die Hälfte runter. Der ist jetzt auch schockanfällig. Tomberry König. So, ich müsste jetzt gleich nochmal zu, nein, nein, nein. Da kam gerade irgendein Schuss auf. Bitte hau mich nicht. Bitte hau mich nicht. Nein, was ist jetzt mit Cloud wieder los? Der war kurz davor. Ich wollte gucken, ob ich jetzt noch analysieren kann. So, warte mal, ich kann ja auch hier kurz gucken. Naja, ich muss den noch analysieren, den kleinen Tomberry. Rätselhafte Kreatur, die hinter ihrer unheimlichen, ausdruckslosen Miene eine unvorstellbare Bosheit verbirgt. Mit einer Laterne in der einen und einem Küchenmesser in der anderen Hand schlurft dieser kleine, in eine Robe gehüllte Unhold auf seine Opfer zu und tötet sie mit einem Hieb. Voll die niedliche Erklärung irgendwie. Also irgendwie auch nicht, weil das schon sehr spooky und creepy ist. Warte mal, war Aero nicht eigentlich ihre größte Stärke? Wir gehen auf jeden Fall auf den König. Ich wette, Aerith nippelt mir gleich wieder ab. Nee, Cloud ist verreckt. Geil, so viel zum Thema. Ich will unbedingt Analyse mit dem einsetzen. Das wird dann wohl noch warten müssen. So, Phönixfeder. Bitte. Einmal hier. Ist Barret gerade in irgendjemandes Fokus? Ich hoffe nicht. Doch, Barret wird gerade attackiert. Warum? Warum? Wo kommen diese hässlichen Angriffe her? Oh, jetzt ist Barret tot, ey. Mann, ey, ich komme hier echt einfach nicht in einen guten Modus rein, ey. Das ist so, das fühlt sich so hart unfair an, dieser Scheißkampf. Jetzt, warum Flucht nicht möglich? Ich sollte die Scheißkrone doch nur klauen. Ja, keine Ahnung. Also muss man den doch bekämpfen, um die Mission abzuschließen. Warum hört man 10.000 Mal eine andere Anweisung? Gegenstände. Habe ich irgendwie Gruppenwiederbelebung? Halt eine geringe Menge.
Was ist denn hier der Unterschied? Der Text unten ist gleich. Hä? Ich nehme jetzt trotzdem mal so einen Phönix-Trank. Hä, warum ist Aerith ausgegraut? Ach so, sie hat diese tolle Zustandsveränderung, sodass man sie nicht wiederbeleben kann. Ja, dann war es das. Dann darf die ganze Scheiße hier mit der Krone gleich nochmal machen, ey. Geil. Super, ey. Komm richtig Böcke hier auf. Hat sie die Zustandsveränderung jetzt dauerhaft? Oh, ich habe eine Dings hier. Eine. Ja, das bleibt jetzt dauerhaft. Das geht nicht weg. Ich habe das gerade auf der rechten Seite, dachte ich, nicht gesehen. Aber es ist ja doch da. Erkennt man da unten. Einmal Visionssynthese. Ich komme hier halt nicht mehr in einen gesunden Heilmodus rein. Das ist das, was mich am allermeisten abfuckt hier an diesem Kampf. Ey. So, Megatrank. Wenn ich ihn nicht stabilisiere, dann ist sowieso gleich vorbei. Ja, toll. Tschüss, ey. Dreckskampf, ey. Oh, könnte ich gerade ausrasten, ey. Ich weiß halt nicht, was ich beim nächsten Try anders machen soll. Ich habe im Rahmen meiner Möglichkeiten eigentlich versucht, das Bestmögliche rauszuholen. Ich muss bei den Charakteren, die ich steuere, vielleicht ein bisschen besser gucken, dass ich ausweiche. Aber das allein? War das jetzt der Grund, warum das nicht funktioniert hat? Wo sind Items hier, Gegenstände? Ich wollte nur gucken, ob ich jetzt vielleicht die Krone, ob der das vielleicht freundlicherweise doch abgespeichert hat, aber das musste wahrscheinlich. Aber wisst ihr, was mich am allermeisten aufregt? Gar nicht, dass der Kampf schwer ist. Warum kann man nicht flüchten, nachdem man die Krone hat? Die Aufgabe besagt doch hier ganz klar. Warte, ich guck nochmal. Kampfaufträge. Hä, wo bringt der mich denn rein? Ich will nicht zu Chatley. Hier wollte ich hin. Griff nach den 7 Sternen. Boilerventil. Erstmal 10 Jahre runterscrollen. Weiß nicht, ob das schneller geht. Sprich mit Johnny, um mehr zu erfahren. Hä? Achso, oben ist das Aktuellste. Okay. Man sollte das vielleicht auch richtig lesen lernen. Stehe dem Tomberry-König seine Krone und bringe sie zu dem Johnny am Grenzland der Wüste. Ich habe sie schon gestohlen, aber danach gab es kein Zurück mehr. Hm. Oder muss ich ein Kommando für Flucht auswählen? Vielleicht habe ich auch einfach den falschen Ansatz fürs Fliehen gewählt. Ich weiß es nicht. Oh, ich habe so keinen Bock auf diesen Kampf hier. Mich nervt das auch, dass ich den halt analysieren will. Ich weiß nicht, ob es später nochmal die Möglichkeit gibt, das zu tun. Komm einmal zurück, weil der sticht direkt wieder zu. Ich leg los. Und dass du dann auch diese hässliche Einschränkung noch hast, dass du die Leute nicht wiederbeleben kannst, als ob der Kampf nicht schon übertrieben genug wäre. So, Phönix-Trank. Ich nehme jetzt meine wertigeren Tränke. Ja, der hat jetzt auch wieder irgendwas Hässliches. Boah, ey, ist das ein Abfuckmüll hier, ey. So, jetzt ist der wieder die ganze Zeit im Fokus. Jetzt kann ich mit ihm auch nichts machen. Geil. Jetzt können die alle irgendwie nichts machen. So, ich muss auf jeden Fall die Stabilisierung meiner Gruppe. Ich scheiße jetzt, glaube ich, auch einfach auf Analyse. Die Züge sind nämlich am Ende des Tages dann doch ein bisschen zu wichtig. So, weil solange er Cloud den Rücken zudreht, kann ich mit ihm ja eigentlich die ganze Zeit angreifen, als wäre hier nichts gewesen. Schockpotenzial groß. So, dann mach mal. Wir brauchen den nämlich im Schockzustand. So, Barrett. Hier, Feuerstoß einmal. Und dann bitte auch Schockschuss. Und dann irgendwie aus der Schusslinie bringen. Das wäre ganz gut. Cloud ist down. Geil. So. Der kleine Tomberry da hinten ist fast tot. Aber wir sind halt auch fast tot. Können wir uns die Hand geben. So, Phönix-Trank. Ich habe jetzt gar nicht so drauf geachtet, ob das mehr Gesundheit zurückgibt. Irgendwie nicht. Was zur Hölle ist der Unterschied zwischen Phönix-Trank und diesem anderen Phönix-Gedingse? Ich verstehe es nicht. So, sie hat nur normales Vita. Boah, soll ich lieber angreifen? Ich glaube, ich hatte den vorhin auch so schnell schockanfällig wegen ihren Zaubern. Kann das sein? Ich muss Cloud irgendwie heilen. Bitte, bitte, gib Cloud irgendwie Heilung. Gib dem Mann die Möglichkeit, sich zu heilen. Nein, nein, nein. Oh, diesmal bin ich ausgewichen, Gott sei Dank. So, warte. Warte, ich muss jetzt Cloud irgendwie heilen. Sonst kommen wir hier nicht. Sonst kommen wir hier nicht weiter. Heilt alle TP. Übertrank. Konnte ich den herstellen? Schon? Ich weiß es nicht.
Aber Übertrank ist schon ein bisschen geil. Ich glaube, für diesen Kampf hier gönne ich mir das einfach mal. Wobei der eh One-Hit ist, wenn ich Pech habe. Eigentlich ist das auch voll die Verschwendung. Oh, es ist Aerith einfach direkt tot, ey. Es ist so ein Müll-Drecks-Scheißkampf, ey. Selbst wenn ich den schaffe, ich werde an dieser Aussage nichts ändern. Böser Geist, ja, steck dir den sonst wohin, ey. So. Impulshieb. Bitte. Ach so, Aerith ist wieder tot. Moment. Das ist eigentlich, wenn der stirbt. Bekomme ich dann die Krone nicht? Ich weiß es nicht. So, warte, wir müssen Aerith wieder zurückholen. Ich brauche sie doch. Hier ist eine normale Phönixfeder. Macht ja eh irgendwie keinen Unterschied. Nein! Jetzt bin ich auf Barret gegangen, weil ich dachte, mit ihm wäre ich safer. Welch Trugschluss. Bitte, Cloud, bitte sterbe nicht. Nein. Cloud hat halt die stärkste Heilung, deswegen will ich unbedingt mit ihm heilen. So, jetzt. Habe ich eine Synchro-Fertigkeit? Ja. Das kostet mich keinen ATB-Balken, oder? Ich mach das jetzt einfach mal. Jetzt ist er tot! Jetzt ist er in dieser Scheiß-Animation einfach verreckt, ey! Was ist das für ein unfairer Müll? Nächster Versuch. Irgendwann wird's klappen. Wenn ich den in der Folge hier nicht schaffe, dann mache ich den offscreen. Und dann kann mich dieser Drecksmüllkampf hier einfach mal... Jetzt ist er relativ schnell schockanfällig geworden. Keine Ahnung, woran das lag, aber ich hoffe, wir können das... Ach, warte, ich darf... Ach, Moment, ich vergesse ja immer. Moment, ich muss jetzt zu Cloud rüber. Der wird aber sein ATB, glaube ich, nicht schaffen, bis dahin aufzufüllen. Aber das Gute ist, wenn er schockanfällig ist, dann läuft er auch immer zu seiner Krone hin. Dann habe ich immer ein bisschen Zeit, um den zu bekämpfen. Habe ich die jetzt? Ja, gestohlen. So, jetzt muss ich den halt nur noch, in Anführungsstrichen, irgendwie bekämpfen. Ich weiß halt nicht, wie das am besten geht, aber wir versuchen unser Bestes. Warum ist der jetzt ausgegraut? Hä? Ich check schon wieder gar nichts hier. So, jetzt ist er wieder bei uns. Jetzt versucht er gerade Cloud, glaube ich, niederzumetzeln. Keine Ahnung. Wen steuere ich denn gerade? Ich bin bei Aerith, Feurer. So, mach mal bitte. So, der ist wieder schockanfällig. So, warte mal. Barret ist gerade in einer ganz guten Position. Bitte Schockschuss. Boah, einmal die Schockleiste von dem voll machen. Nein, ausweichen. Ich wollte gerade ausweichen. Ey, das ist so ein Müll. Das ist so ein Müll. Hier einfach immer gar nichts klappt. Jetzt ist Barret tot. Ich weiß nicht, wodurch. Ich werde wahrscheinlich wieder irgendeinen Fernangriff abbekommen. Barret, schaffe ich es noch, dich zurückzuholen. Jetzt wird Dings sterben. Jetzt wird Cloud sterben. Der holt schon so richtig hässlich zu seinem nächsten Angriff aus. Ja. Geil, echt. Pure Lebensfreude. Damit sollte es wieder gehen. Komm, Barret, einmal zurück. Der hat halt nicht viel, ne? Es ist halt alles so greifbar irgendwie. Und irgendwann wird es wahrscheinlich auch funktionieren. Aber ich habe das Gefühl, dass hier so viel auch vom Glück abhängt. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich diesen Kampf hier gerade kontrolliert irgendwie abwickeln kann. So, Cloud ist wieder bei uns. Und dann der Kleine, der kann dich ja auch instant one-hitten, ne? So, warte. So, ich werde jetzt nur noch mich um Heilung kümmern. Mit absoluter Prio. So, das hier kriegt jetzt einmal Cloud. Und ich muss immer auf den Charakter umschwenken, wo der Tomberry gerade nicht seinen Fokus drauf hat. Keine Ahnung, warum der Angriff jetzt auf Barret ging. Vielleicht war es auch der kleine Tomberry. Ich check hier gar nichts mehr. Komm, mach einmal Blütensturm auf den König. Du kannst mich ja mittendrin wieder abmeucheln. Das hat ja vorhin in der Animation auch funktioniert. Und der macht's auch direkt wieder. Wunderbar. Genau so macht Kämpfen echt am meisten Bock, ey. So, hol mal einmal bitte Barret zurück. Nicht übertreiben. Am besten schnell. So, kam an. Phönixfeder.
Aerith. Ich schwenke einmal wieder weg. Nein, weg von dem Tomberry, weg von dem... Jetzt ist der nächste abgenippelt, Alter. Das ist so eine Scheiße. Ich kann wirklich nicht... Ich kann das nicht netter formulieren, als ich es in diesem Kampf hier bisher formuliert habe. Es geht einfach nicht. Es ist einfach nur die pure personifizierte Scheiße. Jetzt bin ich aber sauer. Ja, schön, dass du sauer bist, Aerith. Frag mich mal. Keine Ahnung, was ich jetzt machen will, ey. Wie viel hat der Große noch? Der ist halt gleich geschockt, aber meine Truppe ist tot. Was soll ich machen? Ich könnte auch mit Engel wiederbeleben. Das wäre vielleicht noch eine bessere... Das wäre noch eine gute Alternative. Das werde ich mal im nächsten Kampf probieren. Und mal gucken, ob das vielleicht irgendwas bewirkt. Aber ich muss diesen Zirkel durchbrechen, wo alle die ganze Zeit nur nonstop tot sind. Kann der ATB-Balken jetzt... Ja, das kam gerade irgendwie ein bisschen ungünstig. Einmal schnell zu Aerith rüber. Oh, bitte überlebt doch einfach mal mehr als 2 Sekunden, ey. Das ist ja furchtbar. Jetzt ist der geschockt. Ich muss das jetzt aber... Ich könnte ihn jetzt versuchen zu finishen, aber ich will... Ich will jetzt auf Nummer sicher gehen, Barrett. So, Cloud. Oh nein, Cloud ist handlungsunfähig. Was für ein Müll, ey. Jetzt greifen sie alle an. Barrett, mach irgendwas Sinnvolles. Bitte töte den einfach. Bitte, bitte, der macht's nicht mehr lange. Jetzt Mutangriff, komm. Ausgezeichnet. Der ist tot. Stufe gestiegen. Aber läuft hier nicht noch irgendwo der Kleine rum? Was für ein Dreckskampf, ey. Königlicher Tomberry-Umhang. Du hast es geschafft, Cloud! Damit bist du nun der wahre König unter den Königen! Vielleicht können wir die sozialen Strukturen der Tomberrys besser verstehen, wenn wir ihren König analysieren. Das bringt meine Forschung einen großen Schritt voran. Vielen Dank! Du glaubst gar nicht, wie wenig mich deine dreckigen Forschungen gerade jucken, Chatley, wirklich. Wenn der Freudensprung macht, weiß ich auch nicht. Ja. Schön, dass alle glücklich sind, ey. Ich bin einfach nur mega abgefuckt, ey. Das wird jetzt noch ein bisschen nachwirken. Ich gehe jetzt nach der Folge, gehe ich erstmal in Ruhe eine rauchen. Setze mir nochmal einen neuen Kaffee auf und dann ist alles wieder gut. Aber wir haben es jetzt hinter uns gebracht. Warum ist das hier immer noch als Zielbereich? Ich habe mir die Krone gerade nicht geholt, kann das sein? Habe ich mir die Krone gerade geholt oder habe ich sie mir nicht geholt? Warte. Ich müsste das ja im Menü eigentlich hoffentlich irgendwo sehen. Ansonsten kann ich mir das gleich nochmal geben. Prächtige Krone hieß das Ding. Doch, da ist sie. Gott sei Dank. Eine majestätische Krone, die dem Tomberry-König geschickt entwendet wurde. Naja, ob ich das geschickt nennen würde... Ich glaube nicht. So, ich muss jetzt auf jeden Fall erstmal wieder ein bisschen was anpassen, bevor ich es vergesse. Wir holen Tifa wieder rein. Mit Barrett ist auch IO. Und dann muss ich noch bei den Materia was anpassen. Ich weiß nicht, gibt es eine elegante Lösung, diesen Kampf hier zu bewerkstelligen? Das ist doch... Vielleicht gibt es irgendeine Möglichkeit, sich dagegen zu wehren, dass du so instant getötet wirst. Weil selbst wenn du deine Abwehr irgendwie nach oben schraubst oder so, mir will nichts einfallen, was hier irgendwie geholfen hätte. So, kein Plan. Na gut, auf jeden Fall will ich mich erstmal wieder auf eine Bank setzen und das mache ich hier. So, und dann können wir gleich auch mal gucken, weil wir haben ja genau mit den Mogri-Medaillen auch ein bisschen was Neues reinbekommen. Können wir mal schauen, was wir hier noch so Feines machen können. Schocker. Erhöht den erteilten Schaden bei Gegnern im Schockzustand um 3%. Ich finde 3% ist jetzt nicht so viel. Erhöht den Konterschaden in Offensivhaltung. Sammelt durch gedrückt halten. Erhöht physische Abwehr in der Offensivhaltung. Cloud und Yuffie fegen wie ein Gewitter über das Schlachtfeld. Ich bin unentschlossen, aber ich tendiere dann doch hierhin. Auch wenn ich nicht glaube, dass sie 3% jetzt den Kohl fett machen, aber besser so als nichts. So, warte mal, dann brauche ich jetzt diese Übersicht nochmal. Habe ich bei Barrett mit den 10
irgendeine Möglichkeit, was zu verbessern? Sieht gut aus. Führt dem Team einen Streuschuss mit physischem Schaden aus. Das klingt eigentlich gar nicht so verkehrt, aber das impliziert ja, dass du Kate Sith auch mit drin hast, ne? Hier könnte ich den Aero-Impuls noch nehmen. Haben wir sonst noch irgendwas? Nee, dann soll er mal einmal das hier bitte lernen. Aero-Impuls gelernt. Und dann haben wir bei Kate Sith noch Möglichkeiten. Erhöht den Schaden von Waffenfertigkeiten um 3%. Hä? Ist ja voll günstig. Und auch voll wirksam, würde ich sagen. Warum habe ich das nicht früher gemacht? Erhöht den kritischen Schaden um 5%. Das sind die Attribute, die ich bei den anderen immer suche. Habe ich hier sonst noch irgendwas, wo ich mit 5 weiterkomme? Nö. Okay, aber ich bin zufrieden. Das waren meines Erachtens schon sehr wertige Upgrades. So, dann kommt jetzt der große Moment. Ey, lang ist's her, seit uns Johnny mit dieser Aufgabe betraut hat. Grenzland der Wüste. Wenn ich hier hinreise, bin ich dann auf der Johnny-Seite oder bin ich dann auf der anderen Seite? Ich glaube, das gilt es einmal herauszufinden. Ich kam ja mit dem Buggy auch rüber, glaube ich. Ah, nee, ich bin genau da, wo ich sein wollte. Perfekt. So, Johnny, gib mir jetzt bitte den verdienten Missionsabschluss, bitte. Wow, du hast es wirklich geschafft, den Tomberry-König zu schlagen? Du bist der Held aller Johnnys. Hast du die Krone? Krone des Tomberry-Königs übergeben. Fragen, wie man an die Krone gelangt. Nicht übergeben. Was habe ich denn für eine Alternative? Das hat doch keinen anderen Verwendungszweck, oder? Prächtige Krone übergeben. Gönn dir. Wow! Das ist ja nicht zu fassen! Welch formvollendete Schönheit! Diese Anmut! Dieses Strahlen! War harte Arbeit, die zu beschaffen. Brauchst also nicht mit Dankbarkeit zu geizen. Die Menschen werden in Scharen zu unserem Hotel pilgern, um sie zu sehen. Das muss ich mir sofort zeigen. Ich werde Augen machen. Ich bring das gute Stück dann schon mal ins Hotel. Komm vorbei, wenn du Zeit hast, ja? Wollen uns schließlich erkenntlich zeigen. Okay, erkenntlich zeigen klingt erstmal ganz gut. Oh, wie friedlich hier alles anmutet, ey. Aber ich komme langsam wieder runter. Ich bin so froh, dass ich das nicht nochmal machen muss. Also theoretisch, wenn ich den irgendwann mal analysieren wollte, noch für die Statistik oder so, keine Ahnung, dann müsste ich nochmal hin. Aber meine Motivation, das zu tun, die liegt jetzt irgendwo so zwischen 0,0 und 0,1%. So, wie kriege ich mich jetzt hier hingeportet? Geht schon wieder nicht. Muss ich jetzt ernsthaft mich wieder an den... ich muss mich jetzt wieder an den Anfang der Stadt hinporten. Wo war denn hier der normale? Hier war der Standard, die Standard-Schnellreise. Da machen wir das. Puh, egal. Nächste Folge, nächstes Glück. Da kann ich mich dann anderen wunderschönen Themen widmen. Und ich glaube, das wird ein bisschen entspannter werden. Wobei, ich habe schon irgendwie vor, mich auch mit den Chocobo-Rennen zu befassen. Die haben mir bisher immer Bock gemacht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass so ein Rennen auch nur im Ansatz das gleiche Aggressionspotenzial für mich birgt, wie dieser Kampf gerade eben. Junge. Bitte in nächster Zeit nur noch... Ich hätte gerade fast gesagt, nur noch Minispiele. Wo ist denn jetzt hier nochmal der Zugang? Achso, hier... Nein, du... Geh doch da bitte runter, ey. Der steht ja einfach genau vor diesem komischen Durchgang. Ich hätte schwören können, dass ich mich zu Johnnys Strandhotel schon mal hinteleportiert habe. Johnny steht im Eingangsbereich und da hätte man sich porten können, nicht über die Karte. Weil es gibt ja hier noch so einen eigenen Teleportationsbereich. Ach, guck mal, jetzt sind hier plötzlich auch lauter Touris. Die Krone scheint ihre Wirkung zu entfalten. Das sollte man wahrscheinlich sehen. Deswegen hat das mit dem Teleport nicht funktioniert. Na gut. Johnny ist glücklich. Ich kann einen Haken dran machen. Kalt, Ende gut, alles gut. Kalt. Bruder! Alle meine Jungs sind wieder da! Hab gehört, was du Großartiges geleistet hast. Ich schulde dir was, Mann. Und jetzt? Soll ich sie alle wieder verschwinden lassen? Moment! Warte noch! Der Umbau des Hotels ist gerade in vollem Gang. Ich hätte sonst echt Personalmangel. Außerdem will ich das ganz alleine schaffen.
Nur ich. Und ich. Und ich. Stimmt's, Jungs? Genau! Hab euch doch gesagt, dass mein Hotel das Beste in ganz Costa del Sol wird. Ach, was sag ich? Das Weltbeste! Und deswegen brauche ich noch etwas Zeit. Okay, aber die Mission ist trotzdem abgeschlossen, oder? Oder kommt jetzt noch was? Warum lädt er so lange? Willkommen in Johnnys neuem Strandhotel! Wow! Was meinst du, Bruder? Hätt's fast nicht wiedererkannt. Ohne euch hätte ich das nicht geschafft. Sehr richtig. Und bedank dich auch bei den Jungs. Ohne meine Ninja-Künste wärst du aufgeschmissen gewesen. Ich danke euch, Jungs. Ach, komm schon. Auf uns Johnnys kann man schließlich bauen, oder? Genau, versteht sich doch von selbst. Das Strandhotel ist uns aller Zuhause. Und ohne dich wäre hier gar nichts gelaufen. Du bist ein großartiger Anführer. Wir sind alle mächtig stolz auf dich. Ja, wir Johnnys halten zusammen. Gemeinsam können wir alles überwinden. Was das angeht... Das Strandhotel ist ja jetzt fertiggestellt. Wir werden uns also so langsam verabschieden. Was? Den Rest musst du allein schaffen, Johnny. Johnny? Johnny, du packst das auch ohne uns. Johnny! Mach's gut, Johnny! Johnny! Am Anfang fand ich ihr ständiges Gebrabbel einfach nur schrecklich nervig. Aber nach einer Weile sind sie mir unglaublich ans Herz gewachsen. Mist! Sie fehlen mir jetzt schon. Lässt dich davon aber nicht unterkriegen, oder? Bruder. Du stehst doch gerade erst am Anfang. Recht hast du. Wir haben dieses Hotel gemeinsam aufgebaut. Und jetzt muss ich dafür sorgen, dass es ordentlich läuft. Das bin ich den anderen schuldig. Oh, nichts kann mich aufhalten! Einer von dir ist mehr als genug. Du bringst mich in Verlegenheit. Stimmt ja! Ich habe Platz geschaffen, um deine Sammlung auszustellen. Solltest du irgendwo seltene oder besondere Gegenstände finden, bring sie gern zu mir. Ich revanchiere mich natürlich entsprechend, wenn ich sie hier ausstellen darf. Ich sag's dir, irgendwann stehe ich mit meinem Strandhotel an der Spitze der Welt. Jeder, der hier einkehrt, kann sich auf Gastfreundlichkeit und den stets gleichen Komfort freuen. So wahr ich hier stehe. Wagt es ja nicht, woanders zu übernachten, wenn ihr in Costa del Sol seid. Fühlt euch immer wie zu Hause hier. Johnnys Sammlung. Interesting. Gewinne Minispiele oder erfülle verschiedene Aufgaben, um Exponate für die Ausstellung in Johnnys Strandhotel zu erhalten. Erworbene Exponate werden der Sammlung automatisch hinzugefügt. Mit L2 kannst du deine momentane Sammlung ansehen, sowie Hinweise zu den Fundorten weiterer Exponate erhalten. Findest du eine solche Rarität, wird dir das Symbol bla angezeigt. Das habe ich im Gold Saucer schon öfter gesehen. Also, worauf wartest du noch, Bruder? Auf geht's! Griff nach den sieben Sternen ohne den. Oh mein Gott, 13 von 88 haben wir schon, was? So viele? Ich habe eigentlich gefühlt aktiv dazu bisher nichts beigetragen, aber okay. Gut, ihr Lieben, ich werde jetzt, ohne mich zu bewegen, hier den Part jetzt beenden. Wir haben hier ein bisschen Überlänge heute, aber ich denke, das ist auch okay, da wir ein bisschen was geschafft haben. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dahin, wenn ihr mögt. Ciao.